Herzlich willkommen, lieber Skorpion, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 1. Mai bis zum 10. Mai. Das ist die zweite Dekade im Sternzeichen Stier und wir befinden uns jetzt so mitten in der erdverbundenen Energie vom Stier. Da möchte ich mir anschauen, wie sich diese Energien auf dich auswirken in diesem Zeitraum. Also eine Karte für dich, lieber Skorpion. Ja, okay. Ja, Zurückgezogenheit. Du wirst dich in dieser Zeit eher zurückziehen, auf dich besinnen, dir ein bisschen Zeit lassen, um ein paar Dinge zu verarbeiten, über ein paar Dinge nachzudenken und zu grübeln. Du möchtest irgendwie herausfinden, was eigentlich so der Sinn hinter dem Ganzen ist, was es dir bedeutet, wie ernst du das alles nimmst. Ja, du möchtest da etwas für dich herausfinden. Und was du da herausfindest, kann wirklich sehr grundlegend wichtig sein für alle deine Verbindungen, deine sozialen Verbindungen und für dich selber, ja, und für deine Umgebung. Schauen wir mal. Ja, dir geht es tatsächlich viel um deine sozialen Verbindungen und du fragst dich, wie du deine Umgebung so gestalten kannst, unterstützen kannst, dass sich die Verbindungen möglichst stark auswirken, ne? Wie kannst du alles so beeinflussen, dass alles blüht und wächst und sich positiv entwickelt und auch deine Umgebung, deine Familie, dein Partner, deine Partnerin, deine engsten Freunde, wie die einfach alle gestärkt werden können. Ja, du möchtest da Stärkung, Kräftigung sehen, dass sich alles positiv entfaltet und dir gelingt das, wenn du Klarheit in die Angelegenheit bringst. Klarheit, Eindeutigkeit und Ehrlichkeit einfach, ne? Ja, und ich sehe, dass dir das gelingen wird. Da wird sich ein Gleichgewicht einstellen zwischen dir und deiner Umgebung, was einen sehr befriedenden und stabilisierenden Effekt haben wird. Ja, und schon wieder hier der Eremit. Hinzu kommt noch die neuen Stäbe. Und, ja, es gibt einen eindeutigen Grund, warum du so agierst, denn um dich herum gibt es chaotische Situationen, die nichts mit dir per se zu tun haben, ne? Also die kommen nicht aus dir heraus, du hast es nicht angestoßen, das kommt von außen auf dich zu, von außen auf deine soziale Umgebung, auf deine Beziehung, Familie oder enge Freunde. Informationen könnten das sein von außen, so kleine Querschläge, Fehlinformationen von außen, eine Einmischung durch dritte Person. Also irgendwie ist da Chaos, womit deine soziale Umgebung konfrontiert ist. Deswegen ist es notwendig, deswegen empfindest du das vor allem als notwendig, dich abzuschotten, zurückzuziehen und da erstmal eine Klarheit zu gewinnen, ne?
da irgendwie drüber nachzudenken. Und du baust Ressourcen auf. Du baust Ressourcen auf, du bereitest dich auf eine Konfrontation vor, könnte man sagen. Oder du baust die Ressourcen auf jeden Fall da auf, um für deine Umgebung da zu sein und stark zu sein für diese Umgebung. Ne? Es kommt jeweils auf das Problem drauf an. Das Problem, was da von außen auf euch zukommt. In der Vergangenheit hast du sehr viel Transformation erlebt. Es gab einen Neuanfang. Du hast dich von alten Themen gelöst, von alten Themen, von vielleicht auch von Freundschaften. Vielleicht hat dieses Loslösen auch etwas damit zu tun, dass da wieder etwas dann zurückkommt aus dieser Ecke. Ich weiß es nicht so genau, aber habe ich jetzt irgendwie gleich gedacht. Aber für dich persönlich war es gut, dich davon zu lösen. Ne? Du hast eine Befreiung erlebt. Du hast, es ist, eine Last ist von deinen Schultern gegangen und etwas hat sich positiv transformiert in dein Leben. Ja, ich sehe hier, also das ist mehr so eine intuitive Eingabe, aber vielleicht in manchen von euren Leben, ne, das ist ja sehr unterschiedlich, eure individuelle Situation, aber es könnte sich hier um eine Trennung handeln in einer Beziehung und diese andere Person, von der ihr euch getrennt habt, greift jetzt irgendwie in dein Leben ein oder will da irgendwie, ja, dir auf sehr indirekte Weise auch vielleicht schaden. Das könnte, also sowas, so einen Eindruck habe ich gerade. Aber es kann natürlich nicht in allen euren Leben sich so auswirken, diese Energie. Es könnte sich auch ganz, also auf einer ganz anderen Ebene so auswirken. Ne? Ihr habt euch auf jeden Fall von etwas gelöst und das hat euch gut getan. Rat des Schicksals, ja. Ja, ja, es war total gut, dass ihr das getan habt und das ist ein bisschen tragisch, dass ihr jetzt mit dieser Situation konfrontiert seid, aber es gehört zum Lauf der Dinge dazu. Es ist das Schicksal. Es ist auch hier wieder ein Ereignis von außen, was ihr selber nicht in der Hand habt. Aber ihr seid vorbereitet, ihr bringt eine ernsthafte Energie mit, ihr bereitet euch vor, ihr baut Ressourcen auf und ihr werdet diese Herausforderung meistern. Da habe ich keinen Zweifel. Ja. Ja, also dieses Chaos, diese chaotische Situation, das wird euch echt nur sehr oberflächlich treffen. Und ihr werdet das sehr schnell abwehren können, mit Leichtigkeit. Und es wird sich sehr schnell ein sehr positives Gefühl einstellen. Vielleicht, also dieses Glück, sind vielleicht auch noch, also ich habe hier gesagt, das sind Ereignisse von außen und das sind auch Ereignisse von außen. Das sind aber oft auch Ereignisse von außen, die sich sehr positiv für euch auswirken werden. Also das sind eher Querschläge und das sind eher positive Ereignisse. Ich denke, das wird eher, die positiven Auswirkungen werden überwiegen. Hier sehe ich auf jeden Fall sehr viel Geborgenheit, emotionale Stabilität, Sicherheit und Klarheit in eurem sozialen Umfeld auf euch zukommen. Ne? Sehr viele schöne Momente mit euren Liebsten und einfach das Gefühl von euch, ja, euch dieses Gefühl von Geborgenheit.
Das baut sich jetzt gerade auch auf. Hier zeigt sich ein Prinz der Scheiben, der in naher Zukunft sehr wichtig für euch sein wird. Eine andere Person, Stier, Steinbock oder Jungfrau könnte es sein. In manchen Fällen könnte es auch sein, dass ihr selber der Prinz der Scheiben sein werdet, ne? Oder beides, ne? Dass ihr eine Person, die diese Person ist, an eurer Seite habt, aber ihr selber auch zu dieser Person werdet in dieser Zeit. Ja, der Prinz der Scheiben ist eine eher jüngere Energie, eine Person, die einen guten Zugang zur Natur hat, zu dem Augenblick. Eine Person, die auch neugierig ist, etwas gerne dazu lernt, auch sehr handwerklich geschickt ist, die Dinge eher besonnen und ruhig angehen lässt, aber auch sehr gründlich und genau arbeitet. Ja, eine Person, die die Materie, das Materielle sehr wohl zu genießen weiß. Ja, diese Person könnte wichtig werden in naher Zukunft für euch. Ja, etwas transformiert gerade in eurem Leben. Etwas entfaltet sich jetzt gerade erst. Das hat natürlich mit dem Tod zu tun. Das, wovon ihr euch da gelöst habt, ist jetzt vorbei und ihr öffnet euch für das Neue. Ihr habt euch schon längst für das Neue geöffnet. Jetzt ist es dabei, dass sich das Neue erst so richtig zeigt, ne? Erst so richtig entfaltet und ihr das Neue erst so richtig erkennen könnt. Aber daraus kann man auch viel neue Hoffnung und neue Ideen und Zuversicht schöpfen. In eurem sozialen Umfeld. Ja, schön. Schön. Euer Plan, ne? Hier eure soziale Umgebung zu kräftigen, Klarheit da reinzubringen. Das zeigt sich auch hier. Das wird euch gelingen. Das ist bereits sowieso schon da. Also da, wirklich auf euer soziales Umfeld, auf eure Partnerschaft, auf eure Familie, auf eure engsten Freunde, könnt ihr euch absolut verlassen. Da ist sehr viel Eindeutigkeit, sehr viel Liebe vorhanden und sehr viel wahre Freude, ne? Wahre, ehrliche Freude. Keinerlei Geheimnisse und Schatten, sondern wirklich einfach nur schöne, geborgene Momente, die viel Zuversicht geben. Ja, es könnte wirklich sehr gut sein, dass ihr ein Stier kennenlernen werdet, ne? Oder dass ein Stiermensch jetzt bald wichtig wird. Vielleicht kennt ihr diesen Menschen auch schon länger, das ist unterschiedlich, aber ja, wenn ihr also einen Stiermenschen kennenlernt, dann wollt ihr dieser Person auch wirklich nah sein. Vielleicht ist es auch einfach ein Mensch, der mehr Stieranteile hat als ihr selber, ne? Also ein Mensch, der, also es muss nicht unbedingt ein Stier sein, aber vielleicht hat dieser Mensch irgendwie im Horoskop ein paar Stieranteile oder auf jeden Fall mehr als ihr selber. Ja, aber ihr wollt dieser Person nahe sein, ne? Ihr wollt alles von dieser Person. Das ist auch hier eine Kombination, ne? Das ist wirklich spannend. Ihr wollt auch irgendwie den Sinn der Liebe herausfinden, ne? Ihr seid sehr entschlossen, mehr über die Liebe selbst zu lernen. Und ihr seid auch bereit, einiges dafür zu tun. Also, ihr habt sehr hohe Ambitionen aktuell und
nicht unbegründet, ne? Also, ja, wunderschön, eure Einstellung ist halt wirklich sehr cool, ja, einfach schön. Oh, das sind leider etwas zu viele Karten, aber recht spannende Karten, ne? Aber wir brauchen das Gleiche leider etwas komprimierter. Aber da war schon wieder eine Scheibenperson zu sehen, ne? Ja. Okay, die Hohepriesterin. Ja, zeigt einfach eure spirituelle, mentale, intuitive Kraft, die ihr aufbauen werdet. Also ihr werdet einfach, also ihr könnt in dieser Zeit sehr gut auf eure Intuition hören und das wird sich bis zum Ende der Dekade, bis zum 10.5. noch viel stärker auswirken. Was auch immer sich bis dahin entwickelt, ihr werdet wissen, ihr werdet ganz genau wissen, ob ihr dem vertrauen könnt oder nicht. Eure Intuition wird euch da lenken und ihr habt auch ein sehr starkes Vertrauen in die Welt, in den Lauf der Dinge, in eine höhere Macht. Und diesem Vertrauen könnt ihr euch hingeben. Ja, und solltet ihr auch, weil dann, ja, passiert das, was, ja, das eigentliche Glück, ne? Also, und das ist auch eine typische Wasserkarte, die euren Temperament ähnelt. Und guckt euch das an, ne? Hier haben wir ein Paar, ne? Hohepriesterin und den Hohepriester. Und die Liebenden. Also, sagt mir jetzt hier schon, ne? Dass es hier sehr viel Potenzial hat, diesen Prinzen der Scheiben kennenzulernen. Oder wenn ihr bereits in einer Verbindung seid, dass sie sich sehr stark intensivieren könnte. Also das sieht mir wirklich sehr intensiv aus. Ich möchte euch noch einen Ratschlag vom Mond mitgeben. Ach, das ist auch schön. Ja, das Ende einer schweren Phase. Ja. Ne, ihr habt den Tod hinter euch. Gibt hier noch ein paar kleine Sachen zum Aufräumen, aber danach wird es einfach schön, ne? Das Ende einer schweren Phase. Vollmond im Steinbock. Ja, lieber Skorpion, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat, dass sie dich inspiriert hat. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, ja, eine wunderschöne Dekade. Alles Gute und bis bald. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da oder abonniere meinen Kanal, wenn du das nicht schon bereits getan hast. Ich freue mich auch sehr über eure Kommentare. Wenn du noch weitere persönliche Fragen hast oder vielleicht in einer besonderen Lebenssituation bist, dann kannst du auch sehr gerne eine individuelle persönliche Kartenlegung bei mir bestellen. Auf meinen Etsy-Shop, der Link befindet sich in der Videobeschreibung, kannst du ein Video sowie dieses persönlich auf dich zugeschnitten bestellen. Schau einfach vorbei. Ich freue mich auf deinen Besuch. Von Herzen alles Gute und bis bald.